Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ragnar Mod 6 Minecraft mit dem Kirion. Hallo Yogi. Hello. Der Kirion hat zwischenzeitlich ein bisschen gestreamt und Dinge gemacht, die den Server zum Absturz bringen haben. Ich habe keine Ahnung, was er getan hat, aber das wird er mir bestimmt jetzt erzählen. Ja, also zunächst einmal, wenn du hier an der Schmelze bist, solltest du da oben den immer ausstellen, weil das ist aktuell ein Timer, dass er automatisch Blöcke rausballert. Okay, aktuell Der ist er tut dir. an. Ja, genau, weil ich tue hier gerade einfach nur alles schmelzen. Das habe ich gerade ein bisschen offscreen noch gemacht. Hier unten kommen dann automatisch die Blöcke rein und wenn du hier Sachen machst, die kommen automatisch hier in die Kiste rein. Damit du nicht jedes Mal noch einzeln Nein. drücken müsst, sondern es kommt dann Natürlich nicht. einfach raus. Kann ich dann auch irgendwo einfach Metalle reinschmeißen und der macht das automatisch oder sollte ich das nicht tun? Ich denke, das könnte man sicherlich auch noch einrichten, aber es ist ja im Prinzip einfach hier in das Mittelding reinschmeißen. Das geht ja Okay, auch. aber ne, schon immer noch so, dass man sagt, okay, jetzt ist gerade Eisen drin, also muss da auch wieder Eisen rein und nicht irgendwie, ich Ist schmeiß halt Gold rein. vielleicht schlauer, weil sonst mischt sich das ohne Wollen. Okay, also das ist nach wie vor so, dass sich das Ja. mischt. Gut. Ich habe hier links Türen wieder reingemacht, damit hier nicht dauernd Sachen reinkommen. Oh, Türen. Damit man hier nicht mehr suchen muss, ist jetzt hier auch der Pfeil zu sehen an dem Elevator. Und wenn du hochgehst, richtet er dich immer Richtung Raum aus. Du brauchst also nicht mehr selbst drehen. Das werde ich. Oh, hier unten gibt es sie. Warte, ich werde das testen. Ich gucke gegen die Wand. Oh, er hat mich umgedreht. Ja, Krasser der dreht Schuss. dich jetzt immer automatisch zurück. So, Ein das. Industrial Squeeze, Ja, ein das ist. Crusher. Das hat mich alles hier Stunden gekostet und alles Ja. umsonst. Ach so, ja, cool. Ja, was wichtig ist, hier in dieser Kiste, in der kleinen, da Ja. siehst du links oben den Compression Dynamo. Den darfst du nicht Den anfassen. Wenn du den ins habe ich nicht Inventar anfassen. nimmst, stürzt der Server ab. Ich hab jetzt, das ist so, don't touch the red button und ich Ja. möchte ihn, ich tue Nee. meine Maus mal ganz Das weit weg du in den nicht anderen nehmen. Bildschirm. Also, Okay. als ich den genommen habe, ist der Server immer abgeschmiert, weil das war nämlich ursprünglich so gedacht. Hier sieht man ja, dass hier dieser Riesentank voller Öl ist, der aus diesem Coke-Ofen kommt, weil ich eben lauter Stahl gebraucht habe. Ein Und Koksofen. ich wollte das ganze Öl, was hier ist, eben nutzen, um daraus Strom zu machen, weil ich hier oben ein bisschen weiter gemacht habe. Wir haben hier oben jetzt schon drei Zellen voll mit Strom. Redstone Flux Cell. Ja, hier muss ich noch Ding reinmachen, Augment, damit das auch 6 Millionen FE speichert, nicht nur 1 Million. Das muss ich gleich noch machen. Ah, nur 1 Million. Hier sind 6 Millionen drin. Ja, auf jeden Fall wollte ich dann, was für einen Plan hatte ich eigentlich? Ich wollte. Genau, ich habe meine Werkzeuge hier auf Netherite geupgradet, weil ich war im Nether, weil ich habe Redstone geholt. Das ist jetzt hier in der Kiste. Weil wenn du Silk Touch hast und es hier reinschmeißt, kriegst du 8 raus pro Redstone-Ohr. Und wir brauchten ja Redstone für die andere Geschichte mit dem Fluxzeug. Deswegen war ich Ja, dann im Nether unterwegs, habe ja. dementsprechend Netherite gefunden. Und du kannst da hinten mit dem Arc Furnace theoretisch aus einem Netherite oder auf einen Ancient Debris kriegst du 2 Ingots quasi raus. Also du kannst das verdoppeln. Das wollte ich machen. Dafür brauchte ich dann den Squeezer und dann brauchte ich hier noch den Crusher. Aber ich brauche eine bestimmte Art von Kohle und die kriege ich nur, wenn ich einen Coker mache. Das ist aber eine Figur, die 30 Meter hoch ist und mehrere hundert Blöcke Stahl braucht. Da habe ich gesagt, okay, leck mich am Arsch, ich mache einfach so ein Netherite. Das kostet mir zu viel. Es ist noch ein Ingot für dich da, den habe ich dir hier in eine der Kisten rein. Hier in der Kiste, in der kleinen, ist ein Netherite-Ingot. Das heißt, du kannst aktuell eines deiner Diamantteile, kannst du auf Netherite upgraden. Wie mache ich das? Am Smithing Table hier. Da tust du Da ist die links. Frage, macht Netherite mehr Damage? Ich glaube schon, aber auf jeden Fall macht es mehr Haltbarkeit. Ja, weil ich sag mal so, Haltbarkeit ist für mich ja mehr oder weniger irrelevant, weil ich sowohl auf meiner Spitzhacke und auf meiner Diamantschaufel habe ich Indestructible. Auf meinem Bogen wäre das vermutlich interessant. Auf Bogen geht das Ja. nicht. Ja, okay. Schwert wäre vielleicht noch eine Option. Habe ich Unbreaking 3 drauf. So, Das was könnte ich man machen. dann noch für dich Bogen, habe. an dem Smithing Table, sagst du, ne? Ja, ich habe Da jetzt ist in die mein einzige Schwert Kiste dran. noch für dich wieder so ein Insightful Crystal getan, damit du wieder deine XP speichern kannst. Oh ja, das ist eine gute Die Idee. hat es, ich habe den auch verzaubert, dass du jetzt, ich glaube, doppelt so viel hält als normal. Ne, dreimal so Das viel glaube ich. hält. Topfe ich erstmal rein. Da kannst du jetzt einfach alles reinschaffen, damit du auch wieder so ein Teil hast, weil meiner war voll. Deswegen habe ich noch einen gemacht und jetzt mit dem Verzauberung hält das besser.
So. Ich habe jetzt erstmal aber wieder in die Kiste getan, dass er hier sicher ist. Was ich auch gemacht habe, das habe ich dir ja schon geschrieben. Ich habe drüben deine. Ah, stimmt, die Sachen. Also erstmal, ne, dieser Schalter hier an der Smeltery, der Redstone Clock, die erinnert mich immer an irgendeine Japan-Flagge. Ah, jetzt kann ich hier noch die restlichen Aluminiums Du reinmachen. hast drüben umgebaut, damit Ich habe ein bisschen irgendein Sack umgebaut, Cobblestone ja. raus. Ja, weil Ja, da die ist Stufen lauter kann ich dir geben. Cobblestone rumgeflogen und wenn ich bei dir war, war mein Inventar immer voll mit dem ganzen Müll, der da rumfliegt. Das ist der Trick, dein Inventar muss schon voll sein, dann kann das nicht passieren. Also ich habe im Prinzip nicht viel gemacht. Ich habe eigentlich nur eins gemacht. Ich habe die Geschwindigkeit. Wieso sammle ich das immer noch alles ein, wenn ich hier bin? Ich habe keinen Magnet dabei. Naja, ich habe eigentlich nur die Geschwindigkeiten ein bisschen angepasst. Wieso sammle ich das alles ein? Ich verstehe es nicht. Und hier kommen halt jetzt dann auch in Ah, das die sind Dingsen, Dinger Sortierer, die rein, habe ich ja. dran gehauen. Richtig. Ja, weil das Gravel liegt nur lose. Ich sammle das interessanterweise auch ein. Habe ich irgendein anderes Teil, das noch zufälligerweise einen Magnet hat, Ich was mich denke eigentlich an irritiert? Peilsamen. Ganz irritiert. Ich weiß nicht, warum ich das ganze Protection, Mending. Oh, Mending Gravel auch. aufsammeln. Ach ja. Anti-Mat. Und wenn du noch mehr Mending-Sachen haben willst, ich habe einige Emeralds zusammengesammelt. Ich sag mal so, ich habe ja eigentlich noch gar kein Mending, außer auf meiner Goldhose. Und ne, meine Goldhose ist jetzt nicht so unbedingt das, was Mending braucht. Ja, solltest du wollen, da hinten in der Kiste sind ein paar Stacks Emeralds, Ja, die weil ich war Frage ist, unterwegs. mein Gut, aktuell. Oh. Auf dem Bogen wäre das schon geil. Aber auf dem Bogen würde ich ja gerne hier Infinite Pfeile haben. Wir waren stehen geblieben bei diesen Elektrotankdingern. Brauchen wir das noch oder ist das obsolet Nee, mittlerweile? das ist immer noch gut, Okay. weil damit kann man das Ganze ja wireless-mäßig machen. Okay, gut. Das heißt, das ist nicht obsolet, das finde ich Nein, es gut. ist nicht obsolet, da kann man immer noch weitermachen. Was ich jetzt erstmal machen will, ist die Stabilized Coil hier. Da brauchen wir einmal Silber und viermal Gold. Was ich auch noch, Redstone ah, das habe ich dir Cloner noch gar wollte nicht ich machen, ne? gezeigt. Gut möglich. Ja, ich glaube schon. Das heißt, ich Was. brauche noch die Wireless Heat Receiver, aber wir haben ja jetzt Cobblestone ohne Ende, Redstone ohne Ende, hast du gesagt? Ja, nicht ohne Ende, aber wir haben einiges. Ohne Ende. Ach, Unlimited was ich dir noch Supply. zeigen wollte, das habe ich dir noch gar nicht gezeigt. Das ist unsere nächste Etage, an der ich sitze. Weil ich. Hoch oder runter? Warte. Runter. Oh, ein Looter. Hören Sie auf, Hallo. Dinge hier zu looten. Ja, das hier wird. Ich habe Angst, dass ich dich hitte. Ja, Das mach hier mal. wird eine Schmelze, eine riesengroße. Okay. Und hier, wo dieser Block ist, da wird der Place-Spawner hingestellt, weil ich möchte hier Places töten. Die sollten, wenn mich meine, wenn ich das nicht falsch verstanden habe, es heißt vier, Range 4, also nehme ich an, vier Blöcke außerhalb des Places, des Spawners können sie spawnen. Deswegen bin ich vier runter, vier hoch, vier links, vier rechts. Dass sie nicht außerhalb spawnen und hier alles Exakt, abfackeln. sondern nur hier drinnen spawnen können. Da Ich glaube, werden die so hat das auch dann bei Resident Evil mal getötet. angefangen. Weißt du, die haben Ja. so ein Hive gebaut, Raum für Raum nach unten und irgendwann war der Raum einfach zu Ja, klein. das kann sein. Auf jeden Fall sollen hier die Blazes getötet werden. Mit Hilfe der Lava. Und dann wird die. Wenn die getötet werden, gibt es heißere Quelle. Und die möchte ich dann nach oben in unsere Schmelze reinhauen. Weil dann sollten wir in der Lage sein, die ganze Diamant-Armor auch zu schmelzen und dann wieder Diamanten draus zu machen. Weil wir nehmen die Horse-Armor sowieso nicht. Hallo, Horse Armor. Hätte ich gesagt. Untracking Efficiency. So. Noch zweimal Efficiency. So, hier haben wir noch Stil. Da sitze ich die Ja, ganze dann Zeit baue dran. ich jetzt mal ein bisschen weiter, dass ich diesen Flux-Controller baue. Das wäre so mein aktuelles Ziel. Und da brauche ich noch zwei Wireless Heat Receiver. Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich schon von dem Flugzeug gemacht habe. Muss mal gucken, weil ich habe das ganze Zeug alles in meinen Rucksack verschoben, so wie es aussieht. Ah, ich habe ein Flux Storage habe ich und ich habe noch 10 Flux, das hier rumliegen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was das erste ist, was ich machen möchte. Ob ich zunächst
die Flux-Geschichte fertig machen will, oder ob ich den Playspawner mache. Ich glaube, ich mache den Playspawner erstmal fertig. Mach du den Playspawner, ich bastel nach und nach. Ich werde dich immer wieder fragen, was wir brauchen. Ich habe hier hinten in der Kiste sonst den Tank und da ist noch ein bisschen von dem Flux-Dust. Du musst ja sowieso nochmal welches Dust machen. Wahrscheinlich. Ich habe aber also aktuell noch Dust auch einstecken. Das werde ich jetzt erstmal aufbrauchen. Goblin Trader. Goblin Trader, willst du zufällig ein paar Flints kaufen? Nee, willst du nicht. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Ist hier noch Stein drin? Nein, nein, nein. Ich habe in irgendeiner Kiste meine Hose reingepackt. Gefunden. Ja, den hatte ich auch gemacht. Noch ein bisschen Stein vorbereitet. Ja, ich weiß, ich hatte letztes Mal hatte ich noch Stein auch in der Schmelze. Aber das, Da ist meine Hose. Ich kann ja zwei auf einmal machen, ne? Wir sind ja nicht so, dass wir hier nur einen auf einmal machen können. So. So. Jetzt hoffe ich, dass das Ganze hier hinhaut. Da brauche ich mein Auge. Mach mal jetzt kein Auge. Mag das immer noch nicht, dass ich, wenn ich im Dings schon drin bin, im Inventar, dass ich dann nicht den Rucksack öffnen kann. Hm. Yay. So, da brauche ich die Blöcke. Ah, ja, für die Blöcke brauchte ich mindestens 4 davon. I remember. Ich habe auch in der Hoffnung daran zu denken, hier fast alles in unserer Nähe ein bisschen ausgeleuchtet, aber ich sehe schon, hier spawnen trotzdem Viecher. Also habe ich das nicht sehr gut gemacht. Ja, aber auch nicht. Weil schlecht. Ich wollte natürlich dann hier möglichst keine... Oh, da haben wir Strom, das ist gut. Keine Spawns haben von irgendwelchen anderen Zombies, damit natürlich die Blazes in der hohen Rate spawnen können. Ja, macht Sinn. Das war zumindest die Idee. Ja. Auf jeden Fall war ich ein paar Stunden beschäftigt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also da sehe ich dich ja. Ne? So. Das Schlimme war wirklich die Unnützigkeit. Was heißt unmögliche Zeiten? Das war halt morgens. Kann ich dafür, dass du da noch am Pennen bist? Nein, ich habe gearbeitet. So. Wie, ich habe keine Sticks mehr einstecken. Und wenn ich mich nicht dauernd verrechnet hätte. Ja, das kenne ich. Ich hasse das, wenn man, ne, so denkt, oh ja, das muss das und 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 das. Und dann denkst man sich so, Moment mal, ich habe ja viel zu viel oder viel zu wenig. Naja, ich hatte dann viel zu wenig. Also zunächst einmal war das Schlimme halt wirklich. Was wollen Sie hier? Zunächst einmal war das Schlimme halt wirklich, dass ich nicht gesehen habe, dass ich für diese Verdoppelung des Ancient Debris halt wirklich diese spezielle Kohle brauche. Wenn ich das nämlich vorher gesehen hätte, hätte ich mir die ganze Arbeit mit dem ganzen anderen Müll nicht gemacht. Weil das vor allen Dingen auch viel Warterei war, um an Stahl zu kommen. Weil das sehr stahlintensiv ist, dummerweise. Ja. Ist das jetzt mittig? Ja, das sieht gut aus. Kommt der hier hin? Den Tank machen wir hier hin, damit ich hier die Lava reinbringe, vielleicht sogar zwei. Und dann habe ich eben gesehen, okay, das Teil muss riesig sein, also wirklich, das Teil ist riesig. Was man dafür braucht, diesen Coker zu machen. Und dann habe ich mal durchkalkuliert, das sind mehrere hundert Eisen, Stahl, die ich brauche. Und da habe ich gesagt, nee, weißt du was, du... Holt man nicht. Nee, danke. So, klappt das? Jawohl. 2592 Ingots könnten wir theoretisch hier drin platzieren. Alter. So, theoretisch sollte ich jetzt da reingehen können. Wenn ich jetzt... Das sollte hier schön dunkel sein. Jawohl. Hier ist aktuell nur das Licht von da. Das heißt, ich werde mich jetzt hier hocharbeiten, werde den Playspawner direkt mal platzieren und dann hier raus verschwinden. Damit die im Notfall schon mal spawnen und damit ich sehe, ob die Spawnrate gut ist. So, dich hier mal weg. Spawner hin. Und dann
die Blöcke wegmachen, damit er eben auch überall schön landen kann. Und dann gucken wir uns das doch mal an, ob hier denn Spawn. Jawohl, ich höre schon, welche Spawn. Das ist schon mal gut. Kannst du vielleicht in die Etage runtergehen und vielleicht mittig stehen, damit ich die Auren des Blazers sehe? Nicht, dass sie irgendwo außerhalb spawnen und ich sehe es nicht. Jo, warte. Weil deine Fähigkeit da ist dann wir schon sehr cool. Wir haben da auch bestimmt ein Crafting Table stehen, oder? Ja, unten neben der Ding ist eine. Okay, ich sehe keine außen. Sehr gut. Das sieht gut aus. Dann haben wir den hier. Ich könnte da theoretisch auch Scheiben reinmachen, nur ich will eigentlich keine Scheiben drin haben, weil ich Angst habe, dass die mir dann Licht reinlassen und dann spawnen die wieder weniger. Aber ich höre auf jeden Fall ein paar Spawn drin rumspawnen, rumfliegen und meckern. Das finde ich gut. Nee, ich bin ja eingesperrt. Nee, ich bin ein Elefant. So, dann können wir jetzt zunächst einmal hier oben die Verbindung mit dem Tank wegmachen. Das wird jetzt verändert. Und zwar gibt es jetzt die Verbindung erstmal nicht mehr. Hier kommt dann los. Hier kommt die andere Geschichte. Und hier kommt dann das Blazing Blood rein. Genau. Ich hasse diese Rezepte, weil ich sie immer wieder vergesse, wie ich was platzieren muss. Und dann ist das immer wieder. So, wir brauchen noch einen Ender Tank. Was genau andersrum? Ein Auge und rum. Die vier und in die Mitte ein Auge. Die vier in die Mitte ein Eye of Ender. Luxdust, Wireless Heat Receiver. Die vier und in die Mitte ne, ein Auge. Einer. In die Mitte ein Auge. So, bin ich jetzt. Obsidian. Oh, was wird angezeigt? Never mind. 1, 2. 1. So, das Ganze müssen wir ja nochmal machen. Ein Auge. Das Auge Saurons. So. Cultron. 2, 4, 6, 7. So, was brauchen wir nach dem Flux-Controller noch? Flux. Wir brauchen doch vermutlich das Storage. Ja, ein Storage haben wir schon. Meine ich. Ein normales Basic-Flux-Controller. Wir haben einen einfachen Basic-Flux-Storage mit 1.000.000 FE. Okay, das heißt, wenn wir noch 5 machen könnten, dann könnten wir den nächstgrößeren machen. Ja, da war ja das Problem, dass wir halt kein Redstone oder so hatten, aber jetzt haben wir einiges an Redstone. Okay, dann werde ich mal gucken, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr noch mache. Ich sollte davon noch 2 Ender Tanks machen. Ist das richtig? Oh! Ich denke schon. Aber da ist ja noch ein Loch drin. Da ist eine Blaze! Hallo Blaze! Da ist kein Loch in der Schmelze, die ist dicht. Mein Aura-Ding funktioniert nicht mehr. Eventuell, weil du zu weit weg bist von der. Also ich sehe auch nichts, aber bei dem Ding habe ich es gesehen. Ich will mal ganz kurz. Night Vision World Cloth Clawing ist noch aktiv. Ich brauche noch ein paar. Also weil ich stehe jetzt direkt neben der Schmelze und sehe 3 Stück durch das Guckloch, aber ne. Ja, hier macht gruselige Geräusche, ich gehe wieder. Der ist doch hier der Spawner, ich wusste es doch. Ich brauche noch ein paar Blaze Rods. Hatten wir noch ein Obsidian unten bei unserer Flux-Dust-Stelle? Ich glaube nicht. Okay, dann muss ich uns mitnehmen. Oh, du hast einen coolen Hut auf. Pickle. Was für einen Hut habe ich denn aktuell auf? Ich weiß, dass ich letztes Mal einen coolen angezogen habe, aber ich weiß nicht mehr welchen. Ah, die Krone. Es ging gar nicht um meinen Hut. Krian hat irgendein Monster gesehen mit einem coolen Hut, vermutlich. Ja. Na, ich bin der König. Wunderbar, die 10 reichen mir schon. Einmal vorbeischauen und schon sind wir ausgestattet. Ja, dann snack ich mir da unten jetzt mal ein bisschen
Ein bisschen was an Redstone. Und mache ich mal ein bisschen Flugstast. Ist das hier unten, das produziert aktuell kein Redstone. Da müsste man erst wahrscheinlich wieder nachstopfen. Ja, wir haben keinen. Ich habe keinen Redstone mehr. Ich habe alles okay. an Redstone alles gut. Geholt. Das war nur so eine Frage. Nee, es gibt noch andere Methoden, um Redstone zu machen, habe ich gesehen, aber die sind nicht unbedingt nicht kompatibel, ist Schwachsinn, aber die sind nicht unbedingt favorisiert von mir. Okay. Weil ich gut, an der Stelle. Glaube, dass sie nämlich nicht gut sind. Lass schon wieder fertig. Ist schon wieder fertig, ja. Also, ne, das ist Zeit vergeht schneller, als man gucken kann. Dementsprechend sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, bleibt gesund. Hau rein. Bye bye. Auf Wiedersehen.